Hallo Skatfreunde, hallo Rätselfreunde. Heute habe ich eine ganz besondere Perle mitgebracht, beziehungsweise eigentlich habe nicht ich sie mitgebracht, sondern der Hartmut. Wir haben sie dann auch noch als Rätsel verpackt, aber selbst wenn ihr die Rätsel hier nicht regelmäßig spielt, bleibt dran, denn diese Partie, die hat es irgendwie in sich und die sieht man auch nicht so oft und das macht so ein bisschen das Besondere daran aus. Der Herr der Fliegenfischer von Hartmut und ja, was ist so ungefähr das Besondere? Wir haben selten einen so frechen Gang gesehen, trotzdem kommt der Alleinspieler verdammt weit. Die Fliege wird er mit dir am Tisch doch wohl nicht gewinnen, oder? Ehrlicherweise wahrscheinlich doch, wahrscheinlich schon. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Schöne ist, man hat eine Menge Informationen und kann die Sache eigentlich ausbaldowern, aber wie oft wird das gelingen? Also, was haben wir? Hinterhand spielt den Gang gegen unsere 18, die wir gepiepst haben. Wir haben natürlich selber schon mal zwei Bauern mit Kreuzbube und zwei Asse. Deswegen überrascht es ja schon ein wenig, dass Hinterhand überhaupt Grang spielt. Aber die Überraschung wird erst richtig perfekt in dem Moment, wo unser Partner das Spiel mit dem Herz Ass eröffnet. Denn da, ob jetzt bewusst oder unbewusst, merken wir, sag mal, was ist denn das überhaupt für ein Grang? Dem fehlen doch schließlich drei Asse und zwei Bauern. Wir in Mittelhand haben noch 18 gepiepst. Ist das vielleicht ein unerfahrener Spieler, der sein Blatt nicht richtig einschätzen kann? Ist da vielleicht einer super gierig und geht ein komplett hohes Risiko? Aber wie soll die Karte überhaupt aussehen? Oder, und wenn man am Tisch jetzt dabei war und sieht, oh Moment, da sitzt aber der Hartmut. Ist das ein sehr erfahrener Spieler, der einfach wirklich denkt, dass er mit dem Grang die höchste Gewinnchance hat, dass er damit eine gute Gewinnchance hat? Wenn wir so weit sind, dann wissen wir vielleicht schon mal, okay, laissez-faire ist hier besser nicht im Gegenspiel, sondern mal aufmerksam bleiben. Wir brauchen jetzt natürlich noch nicht nach dem ersten Stich die komplette Partie zu analysieren. Man kann schon mal so ein bisschen sich Vorgedanken machen, aber natürlich haben wir noch ein bisschen Zeit. Die nächsten ein, zwei Stiche werden ja. Der nächste Stich zumindest wird uns ja noch ein bisschen was zusätzlich erzählen. Aha, Partner kommt mit Herz 7 nach. Wir legen die Lusche. Alleinspieler den König. Nicht die Riesenüberraschung. Herz 10 gedrückt. In Herz quasi so einen bestellten König. Oben ist ja auch erwartbar, dass er in den Farben irgendwie eine kleine Stärke noch hat, um überhaupt ans Spiel zu kommen. Okay, jetzt geht's weiter. Pik Bube, Pik Dame und jetzt haben wir eigentlich alles zusammen und müssen wir auch, denn jetzt sind wir ja erstmals gefragt. Also ich sag mal, klar, wir werden jetzt gleich Kreuz Bube nehmen, aber wie setzen wir dann das Spiel fort, ne? Und ich denke, wenn man da so ein bisschen zu laissez-faire irgendwie unterwegs ist, sich nicht jetzt die Gedanken über die komplette Karte macht, dann wird es relativ schwer, die richtige Fortsetzung zu treffen. Das könnt ihr im Rätsel natürlich ausprobieren. Es werden auch viele von euch schon ausprobiert haben. Und auch man spielt es mal so lässig los und zack, hat der Alleinspieler das Ding gewonnen. Und man konnte da nichts mehr dagegen tun und man sucht eigentlich noch so selber so ein bisschen seinen Fehler. Also es gibt tatsächlich nach Kreuz Bube hier nur eine Gewinnfortsetzung. Und dazu müssen wir jetzt wirklich mal verstehen, was hat der Alleinspieler da für einen Grang. Und hilfreich ist eben zu wissen, er hat die Herz 10 gedrückt und König Lusche oben gehabt und die Pik Dame verrät hier richtig viel, nämlich dass unser Partner wohl nicht Pik 10 und König hat. Erstens und zweitens wird er typischerweise auf dem Buben aus einer kurzen Farbe abwerfen, also er wird wahrscheinlich auch nicht aus 7, 8 Dame abwerfen, das wäre untypisch, dann hätte er eher aus der kurzen Kreuz- oder Karo-Farbe abgeworfen, was immer er dann kürzer hätte. Typisches Muster, er behält jetzt natürlich seine Drillinge, seine längeren Farben da und wirft aus einer kurzen Farbe ab. Also hat der Alleinspieler auch in Pik 10 König Lusche. Und wenn er ein Herz 10 König Lusche und in Pik 10 König Lusche hat und hat schon Herz 10 gedrückt, dann ist es ausgesprochen naheliegend zu vermuten, dass er auch Pik 10 gedrückt hat. Der Alleinspieler weiß ja nicht mal, welches Ass jetzt zuerst rauskommt, ne? Also 20 runter, das ist schon mal eine Erklärung für den Grang. Die mittleren Buben in zwei Farben noch den bestellten König in Hinterhand. Und natürlich wird er auch ein Kreuz Ass und 10 haben. Also was soll das sonst wohl für ein Grang sein, ne? Aber wird er jetzt irgendwie vier Kreuzen dabei haben? Also eine lange Kreuzflotte und dann in Pik oder also in Karo etwa frei sein? Sehr schwer vorstellbar, ehrlicherweise, denn dann hätte er natürlich ein viel stärkeres Kreuzspiel erstens und zweitens wäre der Grang eigentlich zu schwach, weil er dann ja quasi nur eine starke Farbe hätte, zwei bestellte Könige und Karo komplett frei. Also nein, er wird Kreuz Ass 10 haben, aber ich sag mal, nicht besonders lang, vielleicht nur Ass und 10 und er wird vor allen Dingen eben noch in Karo
eine Stärke haben müssen an sich, sonst wäre es halt kein Gang und deswegen wird er die Karo 10 oben haben. Wir müssen an sich jetzt erkennen, dass die Karo 10 für den Spielsieg die entscheidende Karte ist. Dann rechnen wir ihm mal die 20 gedrückten Augen zu, den Herzkönig, den er schon hat, 24, er wird noch mit dem Herzbuben dann einen Stich machen, 28, Kreuz Ass 10 bekommen mit dem Bild, 52 und wenn er die Karo 10 halt bekommt, dann hat er gewonnen. Ja, und wenn wir soweit sind, dann kommen wir vielleicht auf die Idee nach Kreuz Bube. Jetzt geht übrigens die Karte von unserem Partner auf. Es ist genau, wie eigentlich alles sich logisch schon zu erschließen ist. Alleinspieler Kreuz Ass 10, Partner noch zwei Drillinge. Dann können wir vielleicht nur auf den Gedanken kommen, dass wir jetzt nur mit einer Karte das Spiel gewinnen und das ist jetzt irgendwie nicht Karo, selbstverständlich nicht Karo. Da würden wir ihm die 10 direkt hochspielen. Aber es ist auch nicht irgendwie Kreuz rein oder einfach Bube zurück. Bube zurück ist an sich so ein Zug, der erstmal relativ natürlich aussieht. Ne? Nach Motto, da kann ich nicht viel falsch machen. Ja, eben doch, denn der Alleinspieler wird dann mitnehmen, Kreuz Ass 10 spielen und einen dann eben in Pik wieder einspielen. Ne? Und er wird ehrlicherweise aus König 7, er wird den König ausspielen. Du kriegst ihn dann nicht wieder in Pik zurückgeschubst und damit musst du selbst mit Karo antreten. Deswegen gibt es nur eine Karte, die das Spiel jetzt schlägt und das ist Pik Ass. Obwohl man ihm quasi wissentlich damit diesen König hochspielt. Jetzt hilft es dem Alleinspieler auch nicht, den König draufzulegen, denn dann könnte man ja mit der 9 direkt die 7 auch noch rausziehen und dann um Stich gehen. Jetzt hat der Alleinspieler im Prinzip keine Chance mehr. Das heißt, es ist hier dieser eine Clou, dieser eine gordische Knoten, den du in der Spielmitte lösen musst. Aber um darauf zu kommen, wie wichtig das ist, musst du dir eben diese Gedanken gemacht haben. Und jetzt ist es fast egal. Pik, Lusche, Kreuz, Lusche, Karo, Bube. Alles bringt den Alleinspieler wieder ran und er muss mit Karo antreten. Ich spiele jetzt hier mal den Buben, weil es irgendwie so ein bisschen am schönsten aussieht. Ja, was unser Partner macht, ist dann auch nicht mehr so wichtig in dem Fall. Also er sollte nicht unbedingt den Karo-König da wahrscheinlich rauflegen. Jetzt ist es auch, er kann den König legen und dann zurückspielen. Er kann uns das Heft jetzt auch überlassen. Wir können jetzt auch, komm her, spielen wir jetzt nochmal Pik rein. Konstruieren wir hier sogar nochmal einen Verlauf, wo wir nicht den Karo-König bekommen, sondern den Kreuz-König, ne, weil es so schön ist, weil wir, wenn wir das Ding halt einmal gelöst haben, dann gibt es plötzlich mehrere Möglichkeiten. Ne? Das Entscheidende, selbst mit dieser optimalen Fortsetzung kommen wir nur genau auf 60. Das macht es dann schön und naja, wenn ihr den Hartmut kennt, was der schon für Erfolge auch beim Skat eingefahren hat, ne? Mehrfacher Skat-Masters-Sieger und das sind jetzt nur, also die Erfolge sind im Prinzip unzählbar und regelmäßig wird der solche Spiele, die auf der Kante sind, die wird er gewinnen, weil er eben weiß, wie die Skat-Spieler ticken und weil er da diese kleinen Fallen einbaut und weil er natürlich auch weiß, wie er solche Spiele dann vorzutragen hat und weil er hier, ne, was viele gar nicht machen, sogar noch die 48 Punkte mitnimmt, statt ein vielleicht gar nicht so leicht zu gewinnendes Farbspiel zu annoncieren. Also herzlichen Dank für die Einreichung. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an der Knobelei wie ich. Da haben wir es nochmal. Nach dem dritten Stich gibt es nur eine plausible Verteilung. Das ist an sich das, was wir hier erkennen müssen. Und die lässt sich tatsächlich nur durch Abziehen des Pik Asses kontern und lösen. Ja, großer deutscher Skat, danke dafür, habt ein schönes Wochenende, habt viel Spaß beim Rätseln, beim Knobeln und natürlich, wie immer, gut Blatt.